Weiter geht's mit Legend of Heroes Nummer 64 von Veko. Die nächste Position, wir sind dann bei 468 Gramm NEM. Legend of Heroes Nummer 64. So, das war die 64 Legend of Heroes und wir kommen zum Walk of Fame hier heute in Umfenbach beim großen Vorschießen von Frankenfeuerwerk von Veko Walk of Fame Nummer 65 und wir krabbeln weiter hoch auf jetzt 476 Gramm NEM. Das war der Walk of Fame und jetzt kommt der Voodoo Star, das ist die Nummer 66 von Veko. Voodoo Star, über 50 Schuss, die uns geboten werden, bei etwa 40 Sekunden Brenndauer dieses Verbundfeuerwerks. Voodoo Star 66. Das war Voodoo Star 66 und wir kommen nochmal zu einem Veko-Produkt, nämlich zu Twilight Zone. Das ist die Nummer 67 bei Ihnen auf dem Abschussplan. Twilight Zone von Veko, 481 Gramm Gesamtmenge NEM.
Twilight Zone. Die 67 war das und jetzt kommen wir wieder zu einem neuen Produkt. Neuball aus dem Hause Panda. Und das hat den Namen Rauchende Colts Nummer 68. Rauchende Colts von Panda Nummer 68 und wir kommen zu unserer vorletzten Position. Insomnia von Weko, die Nummer 69. Wir sind bei 488 Gramm und danach knacken wir mit Out of Limits genau die 500. Also erstmal die 69 jetzt. Insomnia von Weko. So, jetzt kommen die 70 Out of Limits und die Eckdaten sind schnell gesagt. 36 Schuss bei 30 Sekunden und dabei gibt es insgesamt ordentliche 500 Gramm NEM. Out of Limits, Bühne frei. Die schnelle? Nein, die langsame. Ja, das ist die gute Frage. Das ist die gute Frage. Zwischending. Abschluss, das war Out of Limits, das war das Vorschießen. Applaus für das Team, für Markus und seine Mannschaft, Vorschießen 2012 von Frankenfeuerwerk. Es gibt sicherlich noch ein paar Informationen von dir, Markus. Eckdaten, Verkauf beginnt am 28.12. Ab 9 Uhr geht's wieder los. Mir hat Spaß gemacht. Ich gebe nochmal die Gewalt.